Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu meinem Vortrag Mensch als Motor und Erfolgsfaktor im Projekt. Ich darf Ihnen da zwei, drei Aspekte aufführen, wo ich aufgrund dieses Vortrags, aufgrund von diesem Thema vorbereitet habe. Wenn Sie das anschauen, was da entsprechend die Fragestellung war, ist überhaupt möglich, unterschiedliche Menschen zu haben, die im Projekt arbeiten? Wie kann man sie zu Leistungen bringen? Wo oder wann ist diese Ressource überhaupt leistungsfähig? Etc. etc. Das sind da die Fragestellungen, die wir uns da stellen dürfen. Und entsprechend möchte ich Ihnen allenfalls gewisse Antworten darauf geben. Ich gehe mal zuerst in das erste Feld hinein, der erste Aspekt. Der Arbeitsmensch in der Organisation oder der arbeitende Mensch in der Organisation. Wenn Sie das anschauen, die einen oder anderen kennen das Bild, das ich da gerne verwende. Die Unternehmen sind immer zweigeteilt. Einerseits haben wir Run the Business, oftmals überstrukturiert. Und auf der anderen Seite haben wir Change the Business, wo eigentlich die Projekte machen. Und wenn man das anschaut, das sind zwei Felder und die Frage ist, kann es eine Ressource in beiden Feldern arbeiten? Ist sie für beide Felder da, um Leistungen zu bringen? So, wenn Sie nur einige Aspekte anschauen bezüglich einem Abteilungsteam oder einem Projektteam, so sehen Sie, dass da unheimlich große Unterschiede sind, sei es in der Zeit, sei es in der Qualifikation, sei es in der Führung, sei es in der Zielsetzung. Hat man bei der Zielsetzung und da beim Abteilungsteam einen langfristigen Unternehmenserfolg in Aussicht, so sind die Projektteams oftmals sehr zeitweilig kurz, 6 Monate, 12 Monate, und man muss dann entsprechend die Projektziele, Kosten, Zeit, Termine und Qualität sicherstellen. Also die Grundform eines Teams, eines Projektteams ist ganz anders als eines Arbeitsteams in einer Abteilung. Das heißt, und das ist das, was ich etwas kritisiere in den heutigen Unternehmungen, eine Unternehmung sollte grundsätzlich da die Leistung von Projekten besser anerkennen, weil sie bilden ja die Zukunft ab. Sie bilden ja die Zukunft, und ich denke, man braucht entsprechend professionelle Projektmanagementkultur. Und da sehe ich gewisse Handicaps, dass man solche Teams, die eigentlich da Leistung bringen, oftmals übermäßige Leistung, eher nicht so respektiert. Ich habe das versucht zu vergleichen mit einem Motor, sprich die einzelnen Ressourcen mit einem Zylinder, wo ich sage, welche Leistungseinheit ist da drin, dass sie überhaupt Leistung bringt. Und wenn Sie diese wunderschönen Adjektive sehen, belastbar, dauerhaft, flexibel, kompetent, vertrauensvoll, ergebnisorientiert, da denken Sie sicher an sich selbst. Ja, ich denke, jeder hat ja die Meinung, dass er das bringt. Und ich hoffe, er bringt das auch. Und da ist schon die Frage, was effektiv kann man diesen Menschen einstellen oder kann man ihn beurteilen, ob er in der Projektwelt gut arbeiten kann oder weniger gut. Und so habe ich natürlich gefragt, gibt es den Charakter, der Projektmensch, gibt es diesen Charakter? Wenn Sie das anschauen, also vielleicht kennen Sie diese Big Five von der Persönlichkeitsforschung, wo man sagt, man hat die emotionale Labilität, respektive Stabilität, und die Adjektive dazu sind Ängstlichkeit und so weiter. Man hat die introvertierte Extravertiertheit, die Adjektive sind weitere Komponente, Herzlichkeit, Geselligkeit, dann bei Offenheit, Gewissenhaftigkeit und bei Verträglichkeit sehen Sie die verschiedenen Adjektive. Nun ist die Frage, welche Adjektive helfen dem Projekt? Oder man könnte ja sagen, ja, Herzlichkeit wäre ja wunderschön. Und auch Geselligkeit in einem Projektteam, das wäre doch wirklich sehr vorteilhaft. Wobei da die Leistung unheimlich in den Vordergrund gestellt werden sollte. Also das Bier am Abend könnte ja auch da drin liegen. Oder? Aber Ängstlichkeit wäre auch das so etwas. Wobei zu fest Angst darf man auch nicht haben, sonst geht man die Risiken nicht ein und so weiter. Ich habe dann versucht, das Ganze etwas umzustrukturieren, basierend auf den Faktoren, ob die negative Ladung haben, die Adjektive, oder ob sie entsprechende positive Ladung haben. Und was man da hier jetzt ableiten kann, und das denke ich, das ist ganz wichtig, dass Projektmenschen, die sind da positiv geladen. Und das darf ich Ihnen mal mitgeben, gehen Sie nach Hause und schauen Sie Ihre Mitarbeitenden in Projekten an und schauen Sie, ob sie die positive Ladung haben. Wenn Sie negative finden, so sagen Sie es denen, Sie sollen es zu Hause anwenden. Für das hat man ja ein Heim.
Das ist, ja, ich denke, jeder hat ja eine negative Seite, aber nicht unbedingt fürs Projekt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es gibt kritische Menschen, aber es gibt auch Nörgler. Und man muss diese kritischen Menschen im Projektteam haben, nicht diese Nörgler. Wenn ich die Zeit anschaue, der Aspekt Zeit eines Menschen, so darf ich das vielleicht auf mich beziehen oder auf alle beziehen. Jeder Mensch hat 24 Stunden pro Tag Zeit zu leben oder zu arbeiten, abzüglich der Schlafzeit. Bei mir sind das oftmals 5 oder 6 Stunden. Somit habe ich eigentlich 19 Stunden Zeit, um entsprechend da aufgeteilt in Familie, Ausbildung, Hobby oder Arbeit mich da zu verweilen. Und wenn ich jetzt nur diese Arbeitszeit nehme, so hat gemäß Modell, schweizerischem Modell, jeder Mensch 52 Wochen an 40 Stunden, sprich 2080 Stunden, Sollzeit, Arbeitszeit minus diese Sozialzeiten, Ferien, Ausbildung und so weiter, kommt er auf sogenannte Leistungszeiten, Netto-Arbeitszeit. Da am Beispiel sind es dann 1600. Und von denen abzüglich noch die Stunden, die er abziehen kann, wo er im Render-Business arbeitet, also nicht an Projekten, so hat er dann schlussendlich da eine Netto-Projektarbeitszeit jetzt von diesem Herrn Hugendobler oder wie Sie auch den immer sagen wollen, von rund 1040 Stunden. Das ganz Entscheidende ist doch dabei, wenn Sie Ihre Projektleute anschauen, Ihre Projektressourcen anschauen, die können noch so gut sein, wenn Sie keine Zeit haben, im Projekt zu arbeiten, bringt es Ihnen gar nichts. Was ist das für eine Art, wenn man einen wunderschönen Zylinder, frisierten Zylinder hat, aber den Motor nicht einsetzen kann? Und das ist die Frage, wie viel Zeit haben die Leute in ihrem Projekt überhaupt ihre Kompetenz da anzubieten oder zu leisten? Der weitere Punkt, der Aspekt, den ich angeschaut habe, ist der Projektmensch und seine Motivation. Und ich gehe da wiederum, der eine oder andere braucht da härtere Ansätze, um entsprechend motiviert zu sein. Ich hatte mir manchmal solche Haie gewünscht in Projekten. Darf ich Ihnen ganz offen sagen. Wenn ich da zurückgehe auf Motivation, die Basis von Motivation ist doch die Zufriedenheit. Und nehmen Sie doch wieder diese 4 Zeiteinheiten. Von wo haben Sie eigentlich die Zufriedenheit, dass Sie motiviert sein können? Und ich, wenn ich das so einfach zusammenstellen darf, basierend auf meiner Meinung her, so bin ich eigentlich 35% zufrieden, weil ich in der Schweiz geboren bin und in der Schweiz leben darf. Ich denke, diese Sicherheit in der Familie, in der Gesellschaft, in diesem Staat ist auch etwas wert, an Zufriedenheit zu haben. Dann der zweite Punkt ist die Freiheit zu denken und allenfalls auch noch dieses Denken da öffentlich zu sagen, das hat doch einen Wert. Und dass ich da noch Leistung erbringen darf, Arbeit bringen darf, das hat auch eins für mich jetzt vielleicht 20% Wert, für einen anderen etwas mehr oder weniger. Aber ich denke, wenn Sie das anschauen, Leute, die nicht arbeiten dürfen, wie unzufrieden die relativ schnell sind. Und natürlich dann die letzte Komponente, die Freiheit, die Freizeit zu gestalten. Ich denke, das ist ein unheimlich hohes Gut. Und so setzt doch meine Zufriedenheit sich zusammen, als ich zufrieden und motiviert bin, Leistung in einem Projekt oder bei der Arbeit zu bringen. Und jetzt kommt natürlich diese Verhältnismäßigkeit. Wenn irgendetwas passiert, ich nehme es mal privat, wenn ich 14 Tage lieb war und jetzt dann 3 Minuten mache ich einen Blödsinn, jetzt ist die Frage, wie groß blasen Sie diese 3 Minuten gegenüber diese 14 Tage nicht auf. Und das muss ich manchmal meiner Frau sagen, dass ich ja, diese Verhältnismäßigkeit, dass die da eigentlich entsprechend richtig betrachtet wird. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Ich glaube, viele Menschen können mit dieser Verhältnismäßigkeit nicht mehr umgehen. Wenn man der Fehler oder das Falschverhalten wird oftmals x-fach größer projiziert als das, was man gut gemacht hat. Und so müssen Sie auch im Unternehmen schauen, wie bringen Sie eigentlich die Zufriedenheit in das Unternehmen, in das Projekt rein. Und schauen Sie, wenn ich jetzt ein Beispiel von uns, unserer Firma nehmen darf, wir suchen wieder 2 Senior-Projektleiter und entsprechend da kommen solche Leute, stellen sich vor, gemäß Lohnforderung sind Seniors, 2 Personen. Und wenn ich dann frage, was muss die Spol AG Ihnen bieten, dass Sie zu uns kommen? Heißt es ein tolles Team, gute Arbeit, Freiheit, ich möchte lernen, ich möchte eigentlich mich projizieren, meine Leistung projizieren können.
Und wenn ich sage, ja gut, das können wir Ihnen bieten, dann machen wir einen Vertrag. Und was wird im Vertrag festgehalten? Diesen juristischen Vertrag, dass er 40 Stunden arbeiten darf, dass er irgendwie eine Pensionskasse einzahlen muss, wo er 30 Jahre später etwas bekommt, dass er 4 Wochen Ferien haben darf. Also all das machen wir juristisch, was er eigentlich gar nicht verlangt hat. Und das ist die Frage, kann man das Ganze nicht drehen, im Sinn, dass man sagt, man macht einen psychologischen Vertrag, man fragt, was ist für dich wichtig, dass du Spaß haben kannst, dass du motiviert bist. Und wenn er diese Werte aufführt, so kann man schauen, wie viel kann das Unternehmen diesen Menschen bieten. Und jetzt kommt's, was bietet aufgrund, weil das Unternehmen ihm mehr bietet als nur der Lohn, was bietet er dann dem Unternehmen? Ich darf Ihnen ein kleines Beispiel sagen. Da letzte Zeit war ich da in einem strategischen Projekt, das in die Krise kam. Und wir hatten Krisensitzung. Und da musste einer um 5 nach Hause, weil sein Kind, 3-jährig, aus der Krippe da abgeholt werden musste. Und wir waren in dieser Krise drin. Und jetzt die Frage, ja, wieso musst du heim? Sagt, ja, wegen meinem Kleinen da. Der muss abgeholt werden. Da habe ich gesagt, ja, kann der nicht allein nach Hause laufen? Ist der noch nicht fähig? Oder? Google ist daran, diese Auto zu entwickeln, die selbst fahren und solche Kinder abholen kann. Man muss einfach schauen, dass die richtigen Kinder zu Hause sind, aber es ist ein anderes Thema. Und das ist natürlich die Frage, darf jetzt so einer nach Hause gehen? Weil ich kann ja verstehen, dass der noch nicht nach Hause laufen kann. Und müssen jetzt andere, seine Kolleginnen und Kollegen, diese Arbeit, die er machen sollte, eigentlich ihm ausbügeln oder helfen? Also was ist dann die Gegenleistung? Und ich glaube, mit einem sozialen Vertrag kann man das eine oder andere transparent machen, wo die Präferenzen eines jedes Mitarbeiters sind und entsprechend wird das auch dann verstanden. Eine weitere Komponente, und ich denke, an dem haben wir viel schon gesprochen und auch wird allen Orten geschrieben, sind eigentlich diese Kompetenzen. Und schauen Sie diese Kompetenzen, es gibt diese 4, kennen Sie alle, das ist da die Fachkompetenz, die Methodenkompetenz, die Selbstkompetenz und die Sozialkompetenz. Und wie wollen Sie so etwas prüfen, auch all diese Adjektive und sagen, ist das jetzt der richtige Mensch in meinem Projekt? Wenn ich da wieder diesen Hugo-Dobler nehme und diese analysiere, sehe ich da, Sachwissen ist noch nicht so gut, aber die fachliche Fertigkeit, der muss talentiert sein, das ist, glaube ich, recht gut. Und jetzt schauen Sie, wenn Sie all diese Adjektive nehmen und nur in sich in eine Korrelation ziehen, so bekommen Sie diese Komplexitäten. Wie wollen Sie da überhaupt sicherstellen, dass der eigentlich für das Team gut ist? Unmöglich. Ich bin da etwas bei gewissen Assessment etwas sehr kritisch, wo man da einzelne Adjektive herausholt und sagt, das ist der richtige Mensch. Weil die Kombination ist das Richtige. Was aber entscheidend ist, und ich glaube, daher müssen Sie gehen, insbesondere in Projekte, wo ergebnisorientiert sind, ist die Handlungskompetenz. Und da gibt es wunderschöne Strukturen, wenn ich Ihnen das aufzeigen darf. Schauen Sie, das gibt es 3 Stufen. Und Sie müssten eigentlich Ihren Mitarbeiter prüfen, ob Sie die dritte Stufe erreichen. Macht er die richtige Handlung? Ist er bereit für diese Handlung? Setzt er sie auch ein? Nicht nur, wenn er sie kennt, sondern setzt er sie auch ein. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Also prüfen Sie zu Hause, ob Ihre Mitkollegen und Kolleginnen da diese Handlungskompetenz haben. Da bin ich sicher, kann das Projekt auch entsprechend Erfolg haben. Ich gehe auf einen einzelnen Aspekt hinein, auf diese Teamfähigkeit. Auch wenn Sie diese Teamfähigkeit auseinandernehmen und die Adjektive anschauen, so kommen Sie sehr schnell auf Komplexitäten, die Sie gar nicht beurteilen können, weil der einzelne Mensch könnte noch im Team eigentlich ideal sein, aber er muss ja im Team mit anderen Leuten zusammenarbeiten, die eine andere Struktur aufweisen. Und das ist ja die Frage, wie passt das zusammen? Von mir aus gesehen sehr, sehr schwer, da der einzelne Mensch zu beurteilen, ob er teamfähig ist oder nicht teamfähig ist. Das sehen Sie an den Nationalmannschaften, da muss man auch ein Feingespür haben. Ich glaube, ganz entscheidend ist diesbezüglich, dass Sie die 4 Kompetenzen nehmen. Und wenn ich da wieder diesen Hugo-Dobler nehme, so hat er jetzt da im Fallbeispiel, sehen Sie, die Fachkompetenz ist sehr niedrig. Bei der Sozialkompetenz, der kann wahrscheinlich gut Sprüche machen, der ist da sehr sozialverträglich. Da bei der Methodenkompetenz hat er wahrscheinlich eine sehr gute Schulung durcherlebt. Und da bei der Selbstkompetenz ist er in der Entwicklung, dass er da gut sich ausprägen kann. Das Entscheidende ist ja nicht er alleine, sondern wie sind die Teamkolleginnen und Kolleginnen
Und das zusammen gibt ja das Team und diesen Mehrwert von diesem Team. Und ich glaube, das muss man betrachten. Also nur der einzelne Mensch, aus meiner Sicht, ist hier entsprechend nicht unbedingt repräsentant, ob ein Team dann entsprechend hohe Leistung bringen kann. Ich komme auf das Thema Schlüsselpersonen. Von mir aus gesehen ein enorm wichtiges Thema, weil die Schlüsselpersonen sind eigentlich der Winning-Faktor von jedem Projekt. Und wenn Sie fragen, wie hole ich dann Schlüsselpersonen raus, so können Sie das vielleicht so mit drei Werten definieren. Das eine ist der Wert da, die Identifikation eines Menschen bezüglich der Organisation, wo er arbeitet, und dem Projekt. Das zweite ist, ob dieser Mensch bezüglich dem Projekterfolg eine unabdingbare, notwendige Kompetenz bieten kann. Und das dritte ist, was ich schon erwähnt habe, hat er überhaupt Zeit und die Fähigkeit, Performance hinzulegen. Und wenn Sie das prüfen, so kommen Sie wahrscheinlich auf die entsprechenden richtigen Ressourcen, die Sie als Schlüsselpersonen bezeichnen können. Und das ist mal der eine Wert. Und nun jetzt diese Schlüsselpersonen einzusetzen, das ist ein zweiter Punkt. Schauen Sie mal da auch wieder dieses Beispiel Ressource 9 oder Ressource 15. Wie Sie da sehen, haben diese Ressourcen da bei mehreren Projekten sind sie Schlüsselpersonen. Und oftmals werden diese Schlüsselpersonen, weil sie in vielen Projekten Schlüsselpersonen sind, auseinandergerissen. Und das sind dann die gefährlichen Einheiten, wo Sie prüfen müssen, verbrauchen Sie nicht so eine Schlüsselperson, dass er dann schlussendlich geht. Und von mir aus gesehen ist es ganz entscheidend, wenn Sie mit Schlüsselpersonen arbeiten wollen, müssen Sie die berücksichtigen, dass das halt kein Zylinder ist, der ewig läuft. Dass es eigentlich der Einsatz sehr gezielt geplant werden muss. Und ich meine, die Ressource sollte auch geschützt werden. Ich darf Ihnen ein kleines Beispiel erzählen. Mein Lieblingsbeispiel diesbezüglich, das war da bei einer Grossbank, nicht bei der, dass Sie jetzt denken, bei der anderen. Da war einer, der war im Datenmodellieren ein absoluter Krösus. IBM hätte für diesen Mann rund 500 Franken pro Stunde verlangt. Und der war immer überlastet. Und wir in der Q-Gruppe, in der Qualitätsgruppe, bekamen vom HR den Auftrag, dass dieser Mensch da richtig Ferien beziehen sollte, dass er, dieser Mensch da geschützt werden muss, dass er rechtzeitig nach Hause geht. Aber der hatte einfach immer diese Überzeitkonto so überzogen. Und die Problematik war da, wie schützen wir den? Und wir haben dann über diesen Menschen ein SLA gezogen und gesagt, du bist jetzt unser SLA, Service Level Agreement. Wenn jemand dich anruft, musst du einfach sagen, hast du Geld? Wenn er sagt nein, legst du den Hörer wieder auf. Wir haben mit dem, der war ein ETH-Ingenieur, wir haben mit dem eine Schulung gemacht, habe gesagt, lieber Bernd, jetzt rufe ich dich an und jetzt fragst du, hast du Geld? Und wenn ich sage, nein, legst du wieder auf. Sagt, spinnt ihr? Wir haben gesagt, nein, das ist jetzt deine Prüfung. Konsequenz, wir haben natürlich das Schreiben gemacht an alle Ressourcenbezüger, dass diese Ressource bezahlt werden muss intern, dass sie da Geld reservieren müssen. Das ist kein Blödsinn, was ich Ihnen erzähle. Etwa 3 Monate später kam diese Ressource, dieser Bernd Leukens zu uns und sagt, ob wir ihn entlassen wollen. Wir waren total schockiert über diese Frage, wie er dazu kommt. Da hat er gesagt, er könne um 4 nach Hause gehen. Er hätte keine Arbeit mehr. Die Konsequenz war ja, dass er wahrscheinlich dauernd jedem eine Auskunft gegeben hat. Es war allen Leuten, die nicht studieren wollten, was sie da, ja, haben sie einfach gesagt, ich rufe schnell den Bernd an. Und er konnte dann ab 5 bis 9 Uhr abends konnte er dann seine Arbeit erledigen. Als er nicht mehr angerufen wurde, konnte er natürlich da entsprechend bei der normalen Arbeitszeit seine Arbeit machen. Also das Schützen dieser Ressource, ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges. Da muss man ihn auch von diesen Betriebsaufgaben, die oftmals eine höhere Priorität haben als die Projektarbeit, befreien. Und ich denke, man sollte ihn auch entsprechend gezielt fördern und honorieren. Allenfalls mit einem guten psychologischen Vertrag. Und dass ich denke, das gehört zu einer Schlüsselperson, dass Sie da mit ihm auch entsprechend umgehen. Ich komme zum Fazit. Schauen Sie, ich glaube, der heutige Projektmensch als Individuum mit seinem eigenen Charakter und wichtigen Bestandteil als eines Teams, ich glaube, diese komplexe, oftmals komplizierte Organisation sollte aus meiner Sicht zukunftsorientierte Leistung bringen. Und er muss sie bringen, dass wir diese Projekte auch stemmen können. Ich glaube, diesen Kolben, den ich da aufgeführt habe, diese einzelnen Ressourcen, kann man bewerten mit diesen verschiedenen Kompetenzen. Und entsprechend diesen Kompetenzen
kann er ja auch ein Teil dieses Erfolgsmotors sein, den wir da oftmals im Auto haben. Und wenn Sie dieses Auto, dieses moderne Auto anschauen, ist es auch eine Analogie von der heutigen Zeit. Früher musste eigentlich ein Motor nur den Antrieb eines Autos bewerkstelligen. Heute muss ein Motor noch alle unterschiedlichen Komponenten antreiben. Also viele Projekte verlieren auch die Ressourcen, die sie bieten, da an Einheiten, die nicht unbedingt am direkten Erfolgsweg des Autos oder Leistung des Projektes bringen müssen. Das heißt, sie sollten aus meiner Sicht etwas die Ressource aus unterschiedlichen Faktoren betrachten, so wie ich es jetzt hier da Ihnen aufgeführt habe, und analysieren, ist die Ressource als Ganzes überhaupt eine Projektressource oder ist sie dann eher für die Abteilung, was ja nichts Schlechtes ist, wenn sie da Random Business macht. Zusammengefasst das Fazit, aus meiner Sicht muss so eine Projektressource gewillt sein, in der Projektwelt zu arbeiten. Das ist eine ganz andere Welt, viel dynamischer, viel mit unterschiedlichen Zyklen. Es sollte eigentlich, egal vom Charakter, eigentlich ein Projektmensch sein, der ins Team passt und mit den anderen Teamkollegen und Kolleginnen die Stärke herausarbeiten. Er muss entsprechend die geforderte Kompetenzmix haben und nicht nur auf einer Kompetenz aus meiner Sicht eine Krise sein. Er sollte zufrieden und motiviert sein, auch von Hause her schon motiviert an die Arbeit kommen. Und aus meiner Sicht ist es das ganz Wichtigste, die Zeit haben, überhaupt die Leistung auf den Boden zu bringen. Und abschließend, das Management sollte ihm die Wertschätzung geben, dass er eine Projektarbeit macht. Und da sehe ich den größten Hebel, den man dem Projektmenschen geben kann, dass er auch ein Projektmensch wird. Das wäre meine Ausführung über die Erfolgsfaktor Mensch im Projekt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die eine oder andere Idee geben, da Ihr Team zu optimieren. Besten Dank, wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank, Bruno.